Ihr wollt in LS Ballen transportieren, dann braucht ihr diesen Mod. Das ist der Ballenboy. Witziger Name, aber so. Ballenboy.com. Ja, mit dem könnt ihr Ballen transportieren. Und zwar auf, ja, schöne, gute Weise eigentlich. Ihr könnt damit ganz normal fahren, an Dreipunktanhängung angehängt, direkt. Also ihr braucht da nicht extra einen Adapter oder so. Könnt ihr eigentlich relativ enge Kurven fahren. Und dann müsst ihr zum Beispiel mit X ihn aufmachen. Dann geht er zur Seite. Schön animiert. Dann fährt der Nebenschlepper und dann könnt ihr einfach die Rundbahn so aufnehmen. Wenn ihr mit V noch senkt. So, dann könnt ihr in den Rundbahn reinfahren. Mit V den Rundbahn anheben. Weiterfahren zum nächsten. Wieder V drücken. Senken. Weiterfahren. Dass der Rundbahn reingeht. Und mit V wieder heben. So. Wenn ihr das Ganze dann ausladen wollt, könnt ihr mit der linken Maustaste links und rechts hinten das bewegen, damit die Ballen dann wieder nach hinten rauskommen. Und mit Auf und Ab könnt ihr natürlich nochmal den Winkel neigen. Für eventuell leichteres Aufnehmen oder leichteres Abladen oder so, wie ihr halt eben wollt. Ja, viel mehr gibt dazu auch nichts zu sagen jetzt. Klappt mal wieder ein. Das Fahrverhalten ist auch top bei dem Mod, da gibt es nichts zu meckern. Das funktioniert. Im Shop schaut der Ganze so aus unter Ballentechnik. Hier zum Schluss der Ballenboy. Da gibt es zwei Ausführungen, Standard oder mit Breitbereifung. Kostet ein bisschen mehr natürlich, ein bisschen bessere Reifen. Ja, wie sieht es in der Lok aus? In der Lok sieht es fehlerfrei aus, also da gibt es jetzt auch nichts zu meckern. Das läuft. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon ein spitze Mod ist und der auch Spaß macht. Von auch schon her wunderbar, schön animiert, alle funktioniert. Solche Mods habe ich gerne. Ja, wünsche euch viel Spaß und tschüss.